Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um das Thema Beratung. Das sind alles so kleine Tipps und Tricks, die ich euch hier gebe. Keiner muss es letzten Endes so machen, das ist keine Regel. Aber ich habe halt herausgefunden, für mich im Salon geht das einfach am schnellsten, um wirklich die Kunden schnell zu beraten, schnell zum Ergebnis zu kommen und natürlich auch zum Schluss unsere Kunden glücklich zu machen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in dem Video heute. Und für alle, die das Colorboard schon haben und sich geholt haben, gebe ich heute nochmal so ein paar kleine Tipps mit, wie ihr damit im Salon noch besser arbeitet. Am Anfang einer Beratung, wisst ihr selber, sollte man sich natürlich vorstellen, sofern man die Kunden noch nicht kennt. Man sollte den Namen erfragen, um einfach hier einfach eine Beziehung aufzubauen mit den Kunden und gleichzeitig natürlich nach dem Kundenwunsch fragen. Ganz, ganz wichtig auch hier immer, das finde ich persönlich auch immer nicht schön, natürlich setzen wir uns neben die Kunden, wenn wir das Beratungsgespräch haben. Machen wir das nicht und stehen, wie wirkt das manchmal auch auf uns? Du, du, du. So, Mathilde, was kann ich heute für dich tun? Ja, ich hätte gerne eine schöne Haarfarbe und würde gerne mal einfach was Neues probieren. Ja, jetzt bist du ja momentan sehr hell, auch in den Längen und Spitzen. Ne? Am Ansatz bist du ein bisschen aufgehellt von der Farbe her. Nee. So, Mathilde, was kann ich heute für dich tun? Ja, also ich hätte gerne eine schöne Farbe, vielleicht mal ein bisschen was Neues. Damit ich es natürlich richtig sehen kann, magst du mir mal deine ganze Pracht in voller Pracht zeigen? Ja, sehr gerne doch. So, Mathilde, was kann ich denn heute für dich tun? Ja, ich habe da ein Bild gefunden bei Instagram. So würde ich das gerne haben. Ganz wichtiger Punkt natürlich immer zu fragen, wie oft jemand zum Friseur kommt, damit unsere Haarfarben natürlich auch nach 5, 6, 7, 8, 9, 10 Wochen natürlich auch noch gut aussehen. Ne? Machst du regelmäßig Make-up? Nein. Mal ja, mal nein, aber generell bin ich eher ungeschminkt unterwegs. Eher weniger. Würde ich sowieso empfehlen, ne, dass das Gesicht einfach mehr einrahmt, schon so ein bisschen diesen dunklen Rahmen einfach für dich zu behalten. Umso heller der wird, umso mehr verschwimmt das Ganze und umso mehr Make-up muss man letzten Endes machen. Wenn man das nicht möchte, sollte man zum Gesicht hin immer ein bisschen dunkler bleiben. So, Tilde, welche Töne findest du denn schön? Ach, die sehen alle ganz schön aus. Also ich finde hier so die so Rot-Violett-Ton finde ich schön. Aber hier auf der Seite finde ich auch so die Rottöne eigentlich alle ganz schön. Und so ein bisschen dunkler, aber heller finde ich auch ganz schön. Also ich kann mich nicht entscheiden. Kein Favorisieren. Also so zwischen dem und also so zwischen den Rottönen hier könnte ich mich jetzt nicht entscheiden, nee. Das ist eine Frau wie zum Beispiel in einem Schuhgeschäft. Sie geht rein und will nur ein paar Schuhe haben und muss sich zwischen 1000 anderen hübschen Paar Schuhen nämlich entscheiden. Ich gebe euch einen Tipp, so mache ich es im Salon. Ich klippe mir entweder einzeln aus den Farbkarten die Nuancen raus, die ich schon im Beratungsgespräch vorher erwähnt habe, oder halt wirklich, dass ich sage, ich erkläre es einfach nur, wo wir hingehen und arbeite gar nicht mit der Farbkarte. In Amerika zum Beispiel arbeitet man gar nicht mit der Farbkarte, sondern da ist wirklich nur diese Karte hier für hinten, da wo man das Ganze zusammenmixt, und Kunden sehen das meistens gar nicht. Es funktioniert, man muss es aber auch natürlich nicht so machen, geht natürlich auch mit Farbkarte, aber dann bitte wirklich favorisieren und sagen, das ist eine Haarfarbe, die entstehen könnte, das ist eine Haarfarbe und das ist eine Haarfarbe, nämlich 3 Stück reduzieren, reicht vollkommen aus. Ich finde, das ist ein absolutes No-Go und ein Verbot, eventuell vielleicht ein bisschen. Also, eventuell könnte ich mir vorstellen, dass wir die Ansätze vielleicht ein bisschen dunkler machen. Ich so ein paar Strähnchen mit reinsetze und ja, das wird doch ganz schön aussehen. Ist das okay? Wir schon mal gar nicht, ne? Weil wenn, dann färbe ja ich die Haare, sie hat damit nichts zu tun. Also immer ganz, ganz wichtig, finde ich auch wichtig zu sagen, ich färbe die Haare, ich mache die Highlights, weil ich bin natürlich ihr Friseur. Wie pflegst du denn deine Haare? Was machst du zu Hause? Ich mache halt eine Spülung rein und danach habe ich dann noch dieses Frizz. Dismiss. Also so wie so ein Öl, was du dir auf die Längen und Spitzen nochmal gibst? Nee, diese Creme. Ja. Genau. Zum Föhnen. Genau, ja. Und Shampoo hast du? Machst du eine Haarkur?
selten, mhm. also so zweimal im Monat. Ja, zwecks keine Zeit und kein Bock. Genau. Das ist wieder eine von den schnellen Kunden, ne? Zack, aus der Dusche raus und in die nächste Veranstaltung. Wenn ich die Haare färbe, ja, man redet gerne mit der Kundin über ihren Ex-Mann, über ihren Mann, über die beste Freundin und das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich finde, gerade in der Einwirkzeit oder auch in der Auftragezeit kann ich gegebenenfalls immer noch mal Shampoo, Pflege, Conditioner, was ich vorher im Beratungsgespräch erfahren habe, hier vielleicht noch mal verbessern und sagen, ich habe da etwas Besseres für dich, was einfach besser zu deiner Struktur oder zu deinen Haaren passt. So, Tilt und ich, wir fangen jetzt auch mal an. Ihr habt ja alles gehört, was wir jetzt letzten Endes machen. Ich zeige euch beim Arbeiten, gebe ich euch nochmal so ein bisschen Tipps für das Colorboard nochmal mit dazu. So, am besten empfehle ich euch, wenn ihr euch einfach ein kleines Handtuch noch mit dazu legt auf eurem Farbwagen. So, dann ist es wichtig, wenn ich mit dem Colorboard arbeite, dass ich das nicht zu hoch ansetze, weil wenn ich es dann fallen lasse, verzieht ihr euch eure Linie und das sieht ganz unsauber aus. Wichtig ist immer, das Board von Anfang an so anzusetzen, da wo ich auch die Strähne nachher später hinlege. Lege ich sie leicht nach vorne, ziehe ich das nur unten drunter raus, lege ich das leicht nach hinten, dann setze ich auch schon vorher mein Board so an, so dass ich es hier letzten Endes mit rausziehe. So, seid ihr dann unten angekommen, so mache ich es immer am liebsten. Ich male mir hier meine Strähnen letzten Endes vor, nehme mir ein bisschen Blondierung und jetzt fange ich schon an, das Board ganz langsam rauszuziehen und hier unten meine Strähnen oder meine Balayage weiterzumachen, um hier nochmal die längeren Spitzen leicht aufzuhellen. Aber ich ziehe das Board nach unten, gerade für so extrem lange Haare. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt euch nochmal so ein paar Tipps wieder rausgeholt, um das Beratungsgespräch einfach nochmal ein bisschen schneller vonstatten gehen zu lassen. Alle Farbrezepte und alles zu dem Colorboard findet ihr natürlich wieder unter www.danielgolz.de und ich verabschiede mich schon mal für heute. Ich freue mich, euch beim nächsten Mal wiederzusehen und Tilde, wird sie auch noch verabschieden? Ich glaube, die ist ganz glücklich mit ihren Haaren, die fühlt sich schon mal wohl. Tschüss!